Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Schaut mal, was an meine Tür geklopft hat. Ja, leider darf ich die Musik nicht einblenden. Gibt wieder mal Probleme mit dem Rechteverwerter. Aber ja, es ist Figurenden mit seinen Modal Notes. Es ist Figurenden mit seinen Modal Notes in einer etwas schlichteren weißen Verpackung. Die Verpackung kennen wir bereits, da kamen ja schon einige andere Figuren so raus. Haben wir 110 Euro für bezahlt. 110 Euro? Normalerweise würde ich sagen, okay, es sind 7 Figuren drin, 110 Euro. Wenn ich 110 durch 7 teile, dann komme ich so bummelig auf 15,50 Euro, 15,70 Euro, so irgendwas um bei. Wäre für eine Figur eigentlich gar nicht so schlimm. Aber alles die gleichen Figuren? Ja. Und hatten wir die Figur nicht eigentlich auch schon mal? Moment. Habt ihr mal was vorbereitet? Ja. Die Figur hatten wir auch schon. Die kam nämlich 2022 auf Karte. Das heißt, die Entwicklungskosten für dieses Set bestand eigentlich mehr oder weniger jetzt darin, dass ich 7 Figuren in ein Paket packe. Okay, ich gebe zu, hier sind noch 3 neue Musikinstrumente drin. Und dann gestalte ich die Box. Das war's. Persönlich hätte ich jetzt einfach gesagt, okay, 85 Euro. Die Entwicklungskosten für 3 neue Musikinstrumente werden nicht so teuer gewesen sein, wie es uns Hasbro auch manchmal gerne weiß machen möchte. Okay, von der Box her können wir sagen, ja, weiß bzw. weiß mit schwarz-weißen Bildern drauf. Es ist wirklich recht schmucklos, aber wie gesagt, das kennen wir von diesen Troop-Bilderboxen auch schon. Ich werde die Box einmal aufmachen, wir werden einmal kurz reinsehen. Wir werden natürlich dann sehen, dass das alles dieselbe Figur ist. Ich werde trotzdem ein paar Detailbilder machen, respektive ein paar Detailvideos machen. Und könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr denn das findet, dass hier solche 7-mal dieselbe Figur mit 110 Euro veranschlagt wird. Findet ihr das so teuer oder wie schaut das aus? So, da ist er, der Cutter. Geht doch gleich viel besser, wenn man das richtige Werkzeug hat. So. Du kommst mal hier hin. So, was sehen wir? Oh, Luft. Auch das noch. Luft. Naja, nicht ganz so viel Luft. Ne? Aber hier, wo ist denn hier die Trennwand abgeblieben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, irgendwas mit 8. Na, wir gucken mal, was drin ist. Fangen wir doch mal von vorne an. Die Spannung mag beim ersten ja noch ganz okay sein. Ja. Aber dreimal dürft ihr raten, was gleich passiert. Wir sind für euch da. Tja, ich würde mal vermuten, ich packe es mal aus. Weil so spannend ist es jetzt nicht mehr, ne? Zweimal das gleiche. Kommt gleich 5-mal noch hinterher. Jetzt hätte ich gerne gesagt, tada,
Aber so viel Tatar ist hier nicht dran. Wie gesagt, Detailvideos gibt es ja gleich, aber wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, habe ich Glück gehabt, habe ich mich vorher auch nicht verzählt, 7-mal dieselbe Figur, 7-mal dieselbe Hand, dieselbe Handskulptur, da hat sich auch nichts dran geändert, 7-mal dieselbe Hose, 7-mal dieselben Stiefel, es ist wirklich 7-mal dieselbe Figur. Was wir jetzt haben, das sind hier diese neuen Musikinstrumente. Da haben wir drei neue jetzt. Wenn ich mich nicht täusche, kann ich ja jetzt mal kurz vergleichen. Ja. Sind diese drei Musikinstrumente auch hier in der 2022er Verpackung drin gewesen. Das heißt, also, wir haben hier ja auch einmal den Figurin Den und dann haben wir hier die drei Musikinstrumente. Packe ich erstmal wieder weg. Heißt, wir haben zweimal, könnt ihr das sehen, auf der Karte waren die gerade. Warum die jetzt so krumm sein müssen, lassen wir mal da hingestellt sein, ist auch relativ biegbares Plastik. Wird wahrscheinlich auf der Karte ähnlich sein. Wer den Figurin denn auf Karte ausgepackt hat und mir das bestätigen kann, dem darf gerne das einmal in die Kommentare reinschreiben. Ja, zweimal hier, dann haben wir auch hier, ist ja mehr eine Banane als Musikinstrument. Gut, biegen wir das halt auch nochmal zurecht. Okay, das Musikinstrument ist so kurz, dass es sich biegen kann. Auch schon mal schön. Und dann haben wir hier noch zwei Schlegel. Werden wir uns das Ganze einmal angucken. So, und das war's dann. Ich gebe euch, wie gesagt, einen Detailüberblick. Ich werde das gleich auch nochmal versuchen aufzubauen. Das heißt also mal, die Spieler mit ihren Musikinstrumenten auszustatten. Und ja, wenn ich da fertig bin, dann sehen wir uns gleich wieder. Tja, das sind sie also, die Modal Notes. 7 gleiche Figuren, ein paar unterschiedliche Musikinstrumente und 110 Euro. Warum die Musikinstrumente übrigens so biegbar gewesen sind, hat sich mir erschlossen, als ich die aufgebaut habe, weil einige Figuren können diese Musikinstrumente auch nur halten, wenn man sie ein bisschen verbiegt. Bei dem einen sieht das fast so aus, als würde er nachher eine Anaconda halten. Wäre okay, wenn wir hier bei Indiana Jones wären, sind wir aber leider nicht, sind wir bei Star Wars. Es geht aber. Ne? Jede Figur kann, obwohl die Handformen gleich sind, ihre Musikinstrumente recht gut halten. Das steht außer Frage. Die Positionierbarkeit in ein bisschen dynamische Figuren, zum Beispiel so, dass ein Musikspieler zum Beispiel irgendwie was runterhält oder sowas in der Richtung. Das ist ein bisschen schwierig herzustellen. Die stehen alle relativ statisch, da finde ich zumindest. Vielleicht kann das jemand auch besser positionieren. Mag sicherlich sein.
Aber auch die Standfestigkeit der Figuren ist manchmal ein bisschen schwierig. Das heißt also, ja, sie stehen zwar so einigermaßen, aber sobald auch nur ein Windhauch kommt, fallen sie dann um, weil einige sind dann kopflastig, einige haben die Last vorne, zum Beispiel bei den Flötenspielern. Da ist die Last einfach schlecht verteilt. Zur Box nochmal zurückzukommen. 110 Euro hätte ich tatsächlich bezahlt, oder ich habe sie ja auch bezahlt, aber hätte ich lieber bezahlt, ich sag's mal so, wenn zum Beispiel die Box so ausgestaltet wäre, wie das Death Star Briefing Set, was man da oben sehen kann. Da haben wir nämlich, ich sag mal, so eine schöne Front. Ja, ich weiß, sie ist in Plastik gehalten. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute diese Box ausgepackt hätten, wenn man vorne ein Plastiksichtfenster hat. Könnt ihr mir auch gerne einmal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das dann ausgepackt hättet. So natürlich, klar, ich sag mal, wenn man die Figuren sehen will, dann muss man sie auspacken. Ich persönlich hätte es, wie gesagt, schöner gefunden, wenn man sie in einem nett gestalteten Set gehabt hätte, mit zum Beispiel Klarsicht-Plexiglas oder Klarsicht-Plastik davor. Gut, ja, so viel sei dazu gesagt. Mit den Worten verabschiede ich mich aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Als jemand dieses Video sah, veränderte es sein Leben. Als jemand dieses Video sah, verändert es noch viel mehr sein Leben. Und der hier diesen Kanal abonniert hat, ja, der verpasst auch keine Videos mehr.